Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Konklave. Ja, in diesem Film ist der Papst gestorben. Und nun wird der Kardinal Thomas Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, den kennt man zum Beispiel aus Das Menü oder sogar schon aus Schindlers Liste. Und ja, dieser soll das Konklave einberufen und die Wahl halt leiten. Gesagt, getan. Dieses Konklave ist schon recht speziell, muss man sagen. Denn nicht nur, dass ja, jeder so seine Favoriten hat. Zum Beispiel, ja, möchte der Thomas Lawrence gerne den Kardinal Bellini haben. Aber auch der zum Beispiel gespielt wird von Stan Tucci, den kennt man zum Beispiel aus Der Teufel trägt Prada oder aus Tribute von Panem. Aber auch ein anderer Kardinal hat große Chancen, und zwar Kardinal Tremblay. Der wird gespielt von John Lithgow. Den kennen viele zum Beispiel aus alten Serien, wie zum Beispiel von 1987 Harry und die Hendersons oder auch zum Beispiel aus Hinterm Mond gleich links. Ja, der ist auch dabei, er hat auch sehr große Chancen. Und ja, abgesehen davon, dass Thomas Lawrence damit eigentlich schon genug zu tun hat, kommt heraus, dass der Papst ein Geheimnis mit ins Grab genommen hat, was doch von großer Tragweite sein könnte. Und ja, Thomas Lawrence versucht irgendwie an das Geheimnis heranzukommen und es zu lösen. Aber nichtsdestotrotz, das ist immer noch nicht alles. Man muss wirklich schon sagen, der arme Thomas Lawrence findet sich bei den ganzen Wahlen mit vielen Sachen konfrontiert. Es gibt, ja, man kann sagen, Absprachen, es gibt Rivalitäten, es gibt Klüngeleien und dies und das und hast nicht gesehen. Also es kommt einem teilweise vor, auch wenn Kirche und Religion und Staat, also Politik, eigentlich getrennt sind. Man hat da doch schon das Gefühl, dass da schon ziemliche Parallelen teilweise sind. Und deswegen sind da so manche Sachen, die dann halt die Wahl zum neuen Papst, die ganze Sache doch sehr erschweren. Ja, so viel zur Grundstory. Also der Film ist sehr interessant gemacht und übrigens ist das basiert der Film auf einem Roman von Robert Harris, und der Film ist nichts für Leute, die keine Untertitel in Filmen mögen. Denn in diesem Film wird sehr viel, ich sag jetzt mal, original verlesen oder zum Beispiel nachgesagt oder aufgesagt. Also da werden jetzt keine Synchronisation gemacht, sondern das wird dann komplett im O-Ton, werden dann diverse Sachen da halt vorgelesen, vorgetragen. Da gibt es ein paar Untertitel und
Ja, es zieht sich doch relativ den ganzen Film durch. Also es das heißt jetzt nicht, dass da nichts gesprochen wird oder so, sondern es gibt immer wieder Szenen, wo dann halt Untertitel sind und Leute, die das nicht mögen, die ja, werden mit dem Film vielleicht nicht ganz so viel Freude haben. Aber Leute, die so mal so ein bisschen Bock haben auf so, ja, ich sag jetzt mal, so Verschwörungstheorien oder so ein bisschen so Komplotte geschmiedet werden und dies und das und so. So ein bisschen so, ja, mit so Sticheleien und sowas alles. Ja, diese Leute, die werden an diesem Film bestimmt sehr viel Spaß haben, denn davon gibt es reichlich. Nichtsdestotrotz, also Ralph Fiennes. Ein absolut grandioser Schauspieler. Kann man nicht anders sagen. Ich habe ihn ja schon in manchen Rollen gesehen. Und alter Vater. Also ich weiß nicht, der kann irgendwie spielen, was der will. Es wird einfach gut. Es wird einfach gut. Ob er jetzt einen Voldemort spielt, ob der jetzt wie bei Menü so einen durchgedrehten Koch spielt. Es funktioniert einfach. Der Mann hat es einfach drauf. Punkt. Ende. Da kann man wirklich nichts anderes sagen. Man kann ihn jetzt vielleicht mögen oder nicht mögen, aber rein vom Schauspielerischen her finde ich ihn echt super. Was mich an dem Film schon ein bisschen gewundert hat, okay, es passiert jetzt zwar jetzt nicht so krasse Dinge, aber dass der Film ab 6 freigegeben wurde, hat mich schon ein bisschen gewundert. Und dass der Film doch 20 Millionen gekostet hat. Obwohl da eigentlich, frage ich mich, wo das Geld hingegangen ist. Denn ja, okay, vielleicht die Kostüme, die waren schon ein bisschen vielleicht teuer gewesen, Linda. Aber trotzdem, man hat, glaube ich, an ein oder zwei Drehorten gedreht oder so. Also zumindest kam es mir so vor. Und ja, keine Ahnung, klar, es waren halt ein paar mehrere Schauspieler auch dabei und so, aber weiß ich nicht, wo die 20 Millionen hergekommen sind. Also schon alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Aber was ich ein bisschen auch merkwürdig fand, dass es waren nicht so viele Leute im Kino, obwohl der Film eigentlich sehenswert ist. Klar, ich war jetzt Donnerstags um 17 Uhr im Kino. Nicht um 20 Uhr, vielleicht waren da mehr Leute dann im Kino gewesen. Aber so generell muss ich sagen, hätte ich doch mit mehr gerechnet. Im Nachhinein muss ich sagen, weil ich bin erstmal so komplett, ohne mir den Trailer anzugucken, ohne irgendwelche großen Spoiler, bin ich in diesen Film einfach mal reingegangen. Und ich muss sagen, der Film ist wirklich sehenswert. Der Film macht echt Laune, aber ist mit knapp 2 Stunden natürlich auch ja nichts für Leute, die gerne alles ein bisschen kurz gefasst haben wollen, sondern hier wird schon sehr viel und es dauert auch sehr lange, dieser Film, bis er dann an sein Ende kommt. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil die Leute haben hier wirklich immer viel zu tun. Man gibt denen wirklich alle gute Aufgaben. Jeder hat wirklich einen sehr interessanten Charakter und jeder hat auch so seine Sichtweise, warum er diesen oder jenen Kardinal bevorzugt und dem seine Stimme gibt und das alles. Und da versucht man dann auch nochmal die ein oder andere Stimme für seinen Kardinal zu bekommen und so. Es ist einfach herrlich. Also, das ist wirklich schon so ein bisschen wie Politik einfach. Es ist vielleicht auch irgendwie auch eine Art von Politik, die da hinter den verschlossenen Türen da gemacht wird. Aber es macht wirklich Spaß und es ist auch wirklich sehr interessant. Die Kostüme sehen wirklich super aus. Ob die jetzt authentisch sind, keine Ahnung. Ich habe schon lange keine Kirche mehr von innen gesehen, denn ich bin ja nicht mehr religiös. Aber trotzdem habe ich mir den Film angeguckt, weil mir ging es gar nicht darum,
ob jetzt alles hier so religionstechnisch korrekt alles abläuft oder so. Dann, mir ging es einfach darum, um zu wissen, was jetzt passiert, wie die Leute sich verhalten und was am Ende dabei rauskommt. Und ja, das habe ich hier wirklich gut sehen können. Und damit ich auch beim nächsten Kinobesuch Snacks habe, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Konklave aus dem Jahr 2024, denn es gab mal einen Film, der hieß Das Konklave, aber nicht damit verwechseln, bitte. Ja, was sagen wir dazu? 20 Millionen hat der Film gekostet. Sehr tolle Schauspieler, die super geil ihre Rollen spielen, die wirklich den Film zu etwas richtig Guten machen. Und man hat ja auch wirklich mit Ralph Fiennes und John Lithgow auch wirklich Schauspieler dabei, die auch schon Ewigkeiten dabei sind. Und somit gebe ich diesem Film ja, ich gebe den 4 Totenköpfe. Der Film macht schon Spaß. Der Film hat wirklich Bock gemacht. Ja, an der einen oder anderen Stelle könnte er vielleicht ein bisschen kürzer sein, aber so im Großen und Ganzen passt das alles da schon sehr, sehr gut. Ja. Das war meine Filmbewertung zu dem Film Konklave. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link. Da kommt ihr zu einer Linkliste mit interessanten Links. Ja, das war's mit der Filmbewertung von Konklave. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.